So, ganz leise. An der Gerät. Flups. Gar nicht großartig Aufmerksamkeit erregen hier. Zumindest nicht mehr als sonst. Hab ich da was gesehen? Ja! Zu dem man nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Wasser. Der natürliche Feind von Maschinen. Gut. Oho. Die Maschinen sammeln Leben in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen. Die Bodenstätte läuft also durch das Leben selbst. Können wir nicht einfach das Herz anzünden und gut ist? Weil wir das alles Lohbehälter sind, du dann, ne? Feuerfalle rein und go! Und dann ganz schnell den Ort verlassen oder so. Das würde ich machen. Scheiß drauf, ob ich weitere Maschinen überbrücken kann. Hauptsache ist, ne? Maschinen sind ein bisschen erledigt. Das wäre meine Logik. Heißt nicht, dass es eine gute Logik ist. Okay. Immer so ein bisschen ausweichen hier. Oh komm. Für 10 Schaden getroffen, ja, geil. Oh geil, ja, komm. Ja, jetzt ist gut. So. Oh, da ist ja noch eins. So. Schon zu voll hier. Okay. Verwüster Herz kann ich nicht mitnehmen. Was? Saftladen. Das ist das goldene Schnellreiseset. Ist okay. Können wir die hier mal zerlegen, ne? Braucht ihr so nicht mehr. Jetzt habe ich den Zünder mitgenommen, ne? Ich habe schon zu viel dabei. Oh, dieses Inventar. Furchtbar. Meiner Meinung nach manchmal. Hat natürlich seinen Sinn und Zweck. Ganz klar. Aber dennoch darf ich doch auch sagen, dass es furchtbar ist, oder? Für so ein Messi wie mich ist das echt furchtbar. Kann mich auch von nichts trennen. Man könnte es ja noch gebrauchen. Das sind RPGs manchmal ganz schlimm. Da lobe ich mir so ein Gothic-Inventar, weißt du? Achso, noch nicht überbrücken, weil wegen lädt noch auf. Ganz selten, dass man darauf warten muss.
Brücke, ja nun. Was haben wir jetzt über Brücken jetzt gebracht? Außer halt, dass ich es überbrückt habe. Joa, ich hab's überbrückt. Vielleicht hat es mir irgendwo einen Pfad geöffnet, weil ich einfach nur nicht sehe. Wo komme ich hier eigentlich her? Ich soll dahin, ja? Dann gucken wir mal. Sieht so aus wie alles andere. Ich glaube, hier war ich aber noch nicht. Wow, mit was für einem Speed die Dinger da durchdüsen. Okay. Aber ich sehe trotzdem nicht, wo ich lang kann. Kann ich hier irgendwo hoch oder so? Für Tod und Verderben. Das sieht auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt aus. Dann kann ich mich da wahrscheinlich ranhängen, oder? Hoffe ich. Sieht soweit ganz gut aus. Was? Ja, so willst du dir mal, sieht soweit ganz gut aus. Hat mir viel gebracht. Gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Springen hier und manchmal springt sie auch einfach nicht rüber hier. So. Das sieht schon besser aus. Da muss ich hin. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Mhm. Geh doch mal. Das wird schon. Ich auch jedes Mal so in den kleinen Herzkasper, ne? Weil ich dann immer denke so, ja, warum springst du plötzlich nicht so weit? Ach so, ja, weil du wolltest die Kante haben. Okay. Das brauche ich später noch. Da muss ich hin. Ja, dann geh doch. Lass sie nicht aufhalten. Wir sind ja fast da. Ey, mehr Pilze. Ey, geil. Gesunde Pilze. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was ist da drin? Maschinenkern groß. Joa. Ne? Sehe ich auch so. So. Ja, ist ja gut. Tooltip, geh weg. Kann ich jetzt hier runter? Will ich da runter? Ich hab keine Ahnung. Sieht aber nicht so verkehrt aus. Ich bin da, aber noch. Oh nein, das ist hier so ein Schnappmaul. Ja gut, das geht eigentlich. Oh nein, das ist ein Schnappmaul. Ja, das geht eigentlich.
guck, guck, bin hier oben. Oh, das war's? Okay. Dann erledigen wir mal Schnappmaul, ne? Was kann der schon? Nix. Ja, nix kann er. In das Ding komme ich ja so nicht rein. Da muss ich ja hier erstmal irgendwelche Kerne überlasten, ne? Kennt man ja schon. Das war Nummer 1. Und es bewegt sich. Oh komm. Da hinten kommt noch so ein Versänger, hätte ich beide gesagt. Wohl könnte Versänger sein. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Viele von diesen möchtigen Katzenmodellen sehen sehr ähnlich aus, nur unterscheiden sich da manchmal eine Größe und im Waffenarsenal. Oh. Dann komm, nochmal draufhauen. Jo, Hammer. Hat auch was Lilas gedroppt, nehmen wir mit. So, dann ist da ja noch so ein Vieh, ne? Es war noch ein Vieh da. Es ist weg. Oh gut, was weg ist, ist weg. Aber... da ist es. Elegant ausgewichen. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt kriege ich auch meinen Kern. Alles gut. Ich hab mich gerade geschoben. Und also, mich umgeschaut, wo ich denn hier nochmal was irgendwie überbrücken kann, damit ich hier den Kern rausschieben kann oder so. Aber nö. Okay. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Sehr gut. Brutstätte Roh abgeschlossen. Wir sind oben, wenn auch. Gut, hier geht's aber gar nicht raus. Interessant, weil ich jetzt alles für größere Maschinen halt auch überbrücken kann. Okay. So, dann lass doch nochmal gucken hier. Wir haben auf jeden Fall da oben noch eine Brutstätte. Und dann haben wir... warte mal, ich mach mal hier ganz kurz hier ein bisschen was weg, damit ich ein bisschen Übersicht bekomme hier. Brutstätten. Wir haben... 2, 3... und halt die von Dama. Aber nur 3 Brutstätten? Also außer DLC und dann halt die eine hier noch. Wie viel gab es nochmal? Werden mir da nicht immer 6 Brutstätten insgesamt angezeigt? Proxy und Sigma. Wir haben halt noch eine vor uns. Sie fehlt, ne? Oh, es könnte halt die eine offene noch sein. Die haben wir. Roh haben wir gerade. Xi hatten wir neulich. Die gibt's nicht, ist klar. Zeta. Zeta fehlt uns auf jeden Fall noch. Und die ganz großen Dinger herkommen. Aber das ist doch das Symbol, das wir jetzt noch auf der Karte haben.
Was uns dann auf jeden Fall fehlt, ist halt die Psi-Ruhestätte, ne? Epsilon. Na gut, Epsilon ist halt auch, ne? DLC. Das hier ist noch die eine Brutstätte, die wir haben. Aber Psi fehlt halt auch so komplett, ne? Oder es wird mir halt einfach nur nicht angezeigt, das kann auch sein. Oder es kommt halt storytechnisch noch irgendwie dazu.